Wie gut ist die Defining Anti-Frizz Cream Easy Rider von Kevin Murphy? Starten wir als erstes mit der Verpackung. Wir haben hier eine Verpackung, die ist anders als alle anderen, finde ich sehr nice. Wir haben hier eine rechteckige, hellblaue Schachtel mit einer dunklen Typo drauf. Vom Styling her nice, wertig, finde ich einfach mega. Kommen zum Geruch. Wir haben hier eine angenehme, leicht zitrische Note, was ich auch sehr nice finde. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. 80% der Inhaltsstoffe sind gut, die anderen 20% leider nicht. Kommen wir zum Claim des Produktes. Der Hersteller wirbt mit einem flexiblen Halt, mit einem hohen Glanz. Das Produkt macht feine Haare dicker und dickes Haar weicher. Sehr interessant. Und es soll noch für alle Haartypen geeignet sein. Ob das wirklich stimmt, finden wir jetzt heraus. Meine Vorfrisur vor dem Styling sieht aktuell wie folgt aus. Machen wir weiter mit dem Produkt und zwar mit der Konsistenz. Wir haben hier eine Styling Cream und die Styling Cream ist von der Konsistenz her auch genauso, wie man sich so eine Styling Cream vorstellt. Einfach eine weiche, schöne Creme, die sehr angenehm auf der Haut ist. Dementsprechend ging das Auftragen auch relativ easy von der Hand. Man kann das Produkt wirklich ganz mühelos in den Händen verteilen. Allerdings verschwindet das Produkt nicht rückstandslos, sondern man hat einfach noch so eine weiße Schicht in den Handflächen. Kommen wir zum Styling. Ich habe meine Haare an dieser Stelle in keinster Form pre-gestylt, weil ich wusste, was da auf mich zukommt mit dem Produkt. Dementsprechend habe ich das Produkt einfach so in meine trockenen Haare komplett eingearbeitet. Ich habe meine Haare damit in meinen Fingern gestylt, einfach so ein bisschen easier gestylt. Ja, das Produkt heißt ja auch Easy Rider. Habe dann später noch einen feinen Kamm dazu genommen, um meine Seiten zu ordnen. Und dann war ich fertig mit meinem Styling. Meine Nachher-Frisur nach dem Styling sah dann wie folgt aus. Kommen wir zum Halt. Es wird mit einem flexiblen Halt beworben und den bekommt ihr an dieser Stelle auch. Der Halt ist wirklich sehr flexibel. Durch das Produkt erhaltet ihr einfach nur so ein bisschen Unterstützung. Wenn man möchte, kann man an dieser Stelle auch dementsprechend ein wenig mit Haarspray fixieren. Kommen wir zum Finish. Ein glänzendes Finish passt auf jeden Fall. Umso mehr Produkt ihr nehmt, umso glänzender wird am Ende des Tages auch das Finish. Das solltet ihr an dieser Stelle auf jeden Fall wissen. Wie sieht es mit der Austauschbarkeit und dem Preis des Produktes aus? Also die Austauschbarkeit ist wirklich gut. Man kann das Produkt auch nur mit Wasser ganz easy aus den Haaren herauswaschen und man hat auch wirklich das Gefühl, dass das Produkt dann auch aus den Haaren entfernt wurde. Kommen wir zum Preis. Ihr bekommt 100 Gramm von dem Produkt Easy Rider für roundabout 30 Euro, je nachdem, wo ihr das Produkt bestellt. Und ich muss sagen, das ist für so eine Creme einfach ein Tickchen zu teuer, weil man grundsätzlich von so Styling Creams einfach mehr Produkt benötigt und dementsprechend ist das Produkt dann auch relativ schnell aufgebraucht. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Ja, ich kann das Produkt grundsätzlich auf jeden Fall weiterempfehlen und das Produkt ist gerade für Leute geeignet, die auf der Suche sind nach einem ganz leichten, definierenden Produkt. Wenn du zum Beispiel so einen Bro-Flow trägst und einfach ein bisschen Form reinbringen möchtest oder auch einfach Definitionen in deine Locken bringen möchtest, dann ist das Produkt auf jeden Fall eine Option. Aber für den stolzen Preis von 30 Euro bekommst du halt nur 100 Gramm. Das solltest du im Hinterkopf haben, weil du einfach grundsätzlich mehr Masse von dem Produkt brauchst, um deine Haare zu stylen. Kommen wir zur totalen Punktzahl. Easy Rider von Kevin Murphy erhält all in all 41,5 von möglichen 50 Punkten. Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Box und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Definieren eurer Haare.